Wir sind ja jetzt in einer Aufbruchphase. Sie wissen, dass wir jetzt die Hanse aufgelöst haben, dass wir das neu organisieren, strukturieren. Insofern befinden wir uns jetzt in einem Experimentierfeld. Das Altstadtfest hat letztes Jahr nach 32 Jahren die Pforten geschlossen, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal was Neues, frische Ideen. Und wir wollen mehr ein Fest für Attendorn, von Attendornern. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass alle Attendorner aufgefordert sind und herzlich eingeladen sind, dieses Fest mitzugestalten. Die Philosophie ist, dass wir eine neue Identifikation mit unserer Stadt schaffen wollen. Wir wollen einfach deutlich machen, dass wir alle, die wir hier leben, die wir hier arbeiten, die wir hier wohnen, ein Teil dieser Stadt sind. Wir alle sind Attendorn und bei diesem Fest geht es darum, deutlich zu machen, was uns ausmacht. Wofür steht Attendorn? Und insofern werden wir verschiedene Aktionsflächenplätze haben. Wenn wir oben anfangen, im Bereich des Feuerteiches, dort ist ein sogenanntes Wirtschaftszelt, eine Wirtschaftsmeile geplant, wo die Attendorner Unternehmer die Gelegenheit haben, sich vorzustellen. Viele Attendorner wissen gar nicht, was für hochmoderne, innovative Unternehmen wir in Attendorn haben. Und das wird der Bereich sein, wo eben die Attendorner Firmen sich den Attendornern, aber eben auch unseren Gästen vorstellen können. Dann geht es weiter runter über die Ennesterstraße, Niederste Straße. Dort wird ein sogenanntes Kinderstadtfest stattfinden. Das heißt, mit gemeinschaftlicher Organisation auch der Händler werden dort viele Aktionen für Kinder stattfinden. Im Bereich der Alten Post wird es die Kultur geben. Dort wird eine Bühne aufgebaut werden und da sind dann alle Attendorner Vereine aufgerufen, sich zu präsentieren. Sei es sind es die Musikvereine, sei es das Kammerorchester und wer dort Lust hat, auch dann entsprechendes Programm für Attendorner und die Attendorner Gäste eben aufzuführen. Und vom Alter Markt geht es dann weiter über die Kölner Straße Richtung Rathaus. Das wird die Vereinsmeile werden. Dort können sich die Attendorner Vereine vorstellen mit ihren Angeboten, was sie quasi für Freizeit- und Sportangebote haben. Und ich bin sicher, dass auch viele Attendorner und eben auch Gäste überrascht sein werden, was für Angebote die Vereine in Attendorn zu bieten haben. Und wenn wir dann beim Rathaus angekommen sind, wird es rund um das Rathaus, werden sich karitative Einrichtungen vorstellen. Dort werden Kindergärten auch sich vorstellen. Also die Attendorner haben auch Gelegenheit, ins Rathaus zu kommen an dem Wochenende, mal zu sehen, was wir hier so machen. Auch der Bürgermeister wird im Haus sein. Kinder sind gerade herzlich eingeladen, auch mich mal in meinem Büro zu besuchen. Also die Resonanz ist ganz überwiegend, man kann eigentlich sagen, ausschließlich positiv. Dieser frische Wind ist, glaube ich, auch angekommen in Attendorn. Alle merken, wir wollen eine Veränderung. Und alle sind herzlich eingeladen, denn alle zusammen sind Attendorn und wir möchten uns vorstellen, uns präsentieren und ein Stadtfest für uns machen. Und wir sammeln jetzt die Erfahrungen mit diesem neuen Stadtfest und wir gehen davon aus, dass wir das dann regelmäßig machen werden, natürlich mit wechselndem Motto, aber doch im regelmäßigen Abstand. Aber wir wollen jetzt einfach mal die Erfahrungen sammeln, wie die Attendorner mitmachen und dann schauen wir weiter.